Willkommen auf meinem Kanal Kochen mit Fang. Heute koche ich Hähnchenkeule, aber Fleisch ist vom Knochen ausgelöst, dieses Fleisch. Aber Achtung, diese Haut brauchen wir, weil diese Haut nachher bei Braten, die Fleisch, dieser Saft vom Fleisch wird nicht verlieren. Okay, ich zeige euch, wie kann ich diese Knochen auslösen von Hähnchenkeule. Und die Zutaten, also natürlich mit Curryreis, da brauchen wir Reis. Und Reis wird mit Zwiebeln gebraten. Und da brauche ich immer, chinesische Kochen immer, Knoblauch in feine Stücke schnitten und Frühlingslauch, Weißteile und grüne Teile. Und ihr seht hier Gurken, nachher ist das für Dekoration und auch Tomaten, Kirschtomaten. Für die Soße brauchen wir Kurkuma und Currypulver. Ja, jetzt machen wir. Erst such mal eine Stelle, das näher vom Knochen ist, dann mit einer Schere entlang, also näher vom Knochen entlang schneiden. Und dann sieht sofort, auch dieser Knochen ist da. Dann nehme ich ein kleines Messer, aber Achtung, nicht euer Finger schneiden. Dann langsam, vorsichtig, diese Knochen vom Fleisch entfernen. Und dann unten diese Unterbeine, also Schenkel kann man auch ausschneiden. Und versuche, die alle Haut zu behalten. Die Haut brauchen wir nicht. Haut abschneiden. Und jetzt ist diese Knochen schon vom Fleisch ausgelöst. Dann schneide ich Knochen raus. Das habe ich gemacht. Das ist nicht schwer, aber nur vorsichtig mit Finger. Und ich schneide auch gerne die Sehne auch mal weg. Also manchmal, das sind nicht so viele Sehne zu sehen, aber manchmal auch sehr viele Sehne da und das schneide ich auch ab. Dann diese Hähnchenunterkeule Fleisch bei Braten wird sehr zart, verliert keine Flüssigkeit. Jetzt machen wir eine Soße für die Knochen und 2 Esslöffel helle Sojasauce. Eine volle Esslöffel Currypulver und eine Teelöffel Kurkuma-Pulver und Salz. Also ich nehme auch eine Teelöffel Salz und weiter noch eine Teelöffel Zucker, aber das nicht vergessen. Gut umrühren. Das ist Zucker. Und die Soße sehr gut mit dem Löffel umrühren, dann mit einem Pinsel, also Küchenpinsel oder irgendwelche Pinsel für Backen, Pinsel und die Soße auf ausgelöst Fleisch da drauf pinseln und beide Seiten bitte und die Hautseiten auch. Dann zur Seite legen, circa halb Stunde ziehen lassen. Also dieser Schritt ist sehr wichtig. Halb Stunde ziehen lassen, dann können wir nachher braten. Jetzt kochen wir Reis. Also Reis, erst Öl geben und dann mit Schwachhitze Stückchen Zwiebel, also feine gehackte Zwiebel reingeben und ein bisschen Geduld langsam köcheln lassen. Also ihr habt gesehen, ich habe die Stufe 9, ich habe jetzt nur die Stufe 5 genommen. Also jetzt gebe ich Reis. Reis habe ich schon vorher circa 2 Stunden in Wasser gelegt. Und dann braten wir Reis mit der Zwiebel.
Und in anderer kleiner Kochtopf seht ihr, das ist die Knochen von Hähnchenkeule. Dann koche ich das auch. Brauchen wir nachher für die Soße. Jetzt geben wir die Kurkuma-Pulver und Hähnchen-Curry-Pulver. Und das ist eine halbe Menge von Reis. Flüssigkeit vom. Ich habe Gemüsepulver genommen. Ihr könnt auch noch Wasser nehmen. Und dann weiter kochen, bis die aufgekocht ist. Dann macht Deckel zu. In Schwachhitze für circa 20 Minuten kochen lassen, köcheln lassen. Jetzt braten wir die angelegte Hähnchenkeule ohne Knochen, ne? Mit Haut ohne Knochen. Und das circa ist eine halbe Stunde in diese Soße angelegt. Beide Seiten bei mittlerer Hitze circa 4 bis 5 Minuten braten lassen. Erstmal braten wir Hautseite. Und dann drehen wir um, auch andere Seite zu braten. Also circa 4 bis 5 Minuten bei mittlerer Hitze braten lassen. Und meine Hähnchenknochen kocht, nur einfach in Wasser kocht. Jetzt ist Hähnchenkeule fertig und tun wir Seite. Diese Öl nehmen wir, geben für die Soße, geben wir Knoblauch, fein gehackte Knoblauch und Frühlingslauch, die weiße Teile. Und auch circa ein bisschen langsam braten. Jetzt Achtung, das ist die Flüssigkeit von Knochen, also Keuleknochen. Ich habe circa auch eine halbe Stunde im mittlerer Hitze gekocht. Dann gebe ich noch weitere eine Esslöffel diese Currypulver und ein Teelöffel Kurkuma-Pulver. Und jetzt mache ich die Mondamin, tue ich Mondamin rein, diese Soße zu dicken. Das war's. Fertig die Soße. Also haben wir Reis gekocht, Hähnchenkeule gebraten und Soße fertig. Jetzt kann ich mal anrichten. Die Reis ist sehr gut geworden, nicht so hart, nicht so weich, total lecker. Und nehme ich eine kleine Reisschale und langsam umkippen auf diese Teller. Aber wenn man zu Hause isst, dann muss auch nicht das machen, das einfach auf Teller tun. Und um Reis nehme ich Kirschtomaten, habierte Kirschtomaten herum. Also als Dekoration, also Essen ist etwas auch fürs Auge. Und aber die schmeckt trotzdem auch sehr lecker mit dieser Soße, also Curry-Kurkuma-Soße. So. Dieses Gericht in China nennen wir Hainan-Ji-Fan. Also super lecker. Und diese Hähnchen Keule ohne Knochen mit Haut haben wir gebraten und jetzt ist er kalt geworden. Bitte kalt lassen und ein paar Stück zu schneiden, paar Mal zu schneiden, je nachdem wie dick ihr essen möchte. Und tu einfach auf Teller, andere Seite auf Teller, eine Seite ist Gurken. Ohne Haut Gurken in Scheibe geschnitten und jetzt gebe ich Frühlingslauch, die grünen Teile auf Reis, gebe ich auch ein bisschen und jetzt tun wir die leckere Soße da drauf. Alle Zutaten wie immer unten im Infobox und ich freue mich auf euer Zuschauen und ich werde mich auch sehr freuen auf euer Kommentar und wir sehen uns dann nächsten Donnerstag. Tschüss!